diesem Projekt geht es darum, abzuklären, ob die Douglasie in den Wäldern der Schweiz invasiv werden kann und ob sie die Flora und die Fauna auf irgendeine Weise beeinträchtigen kann. Eines der Resultate ist, dass wir keine Hinweise gefunden haben, dass die Douglasie sich stark ausbreitet. In weiter Entfernung von den Mutterbäumen haben wir keine Douglasien gefunden. Und einzig an Orten, wo aus verschiedenen Gründen, Nährstoffarmut oder Trockenheit, der Boden weniger stark mit Vegetation bedeckt war, da kann die Douglasie sich etablieren. Das zweite Ergebnis aus einer Literaturübersicht zeigt, dass die Douglasie, wenn sie in einem dichten Bestand steht, negative Einflüsse auf die Biodiversität hat. Und zwar im Detail geht es darum, dass verschiedene Tierartengruppen weniger stark vertreten sind, zum Beispiel Insektengruppen. Das kann im Winter dazu führen, dass die Vögel eben auch diese Bäume weniger stark besuchen. Im Boden haben wir keine großen negativen Einflüsse gefunden der Douglasie, auch wenn sie in einem großen Bestand steht. Aber generell würden wir davon ableiten, dass die Douglasie nicht in Reinbeständen gepflanzt werden soll, sondern beigemischt werden soll. Die Ergebnisse sind für die Gesellschaft sehr wertvoll, weil sie eben wissensbasiert sind. Das heißt, unsere Resultate basieren auf vielen Studien und auf intensiven Feldstudien, die wir selbst gemacht haben und sind recht stark belastbar. Auf der Basis dieser Erkenntnisse können wir eigentlich ableiten, dass es nicht unmöglich ist, die Douglasie in unseren Wäldern zu nutzen, weil sie eben trockenheitsresistent ist, weil sie ertragsreich ist, weil sie in diesem Sinne eigentlich besser geeignet ist als die Fichte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass eben negative Aspekte bei der Biodiversität sind, was bedeutet, dass wir einfach keine Reinbestände haben sollten, sondern dass wir die Douglasie beimischen können.